Und hallo meine lieben Freunde, wollt ihr wissen, warum ein paar Sachen zu OP sind und warum das Video heißt OP Waffen und Klassen? Ja Leute, das erkläre ich euch in diesem Video nach dem Intro. Oh. Ja Leute, und da sind wir wieder zurück. Ja Leute, also, es gibt ja mittlerweile schon in Battlefront 2 schon durch Patches und Hotfixes auch, gab es ja oftmals Fixes und Bugfixes oder auch Waffen wurden nochmal gefixt, genervt oder verbessert. Ja, aber manche sind wirklich zu OP im Spiel und wir fangen hier mal mit dem Säuregewehr an, und zwar die Deoxys-Granate besser gesagt. Ja, die Deoxys-Granate ist so eine, die wir aus der Battlefront 1 kennen aus der Zeit, aber hier in Battlefront 2 muss ich sagen, ist sie schon OP. Warum ist die Deoxys-Granate OP? Ich habe euch da gerade oben ein schönes Gameplay noch eingelegt. Ja, die Deoxys-Granate, Leute, die ist, finde ich, OP. Deswegen, weil, wenn man jetzt die wegfeuert von einem, und also man kriegt die voreingefeuert, die landet 3 Meter vor einem und dann verbreitet sich ja diese Rauch halt, diese Säurerauch, und man muss dann sich ja natürlich zurückziehen, weil man bekommt ja Schaden und man zieht sich ja dann zurück, aber man hat dann immer noch 3 Meter, geht man davon halt wieder weg und da hat man immer noch das und dann geht man nochmal weg, 3 Meter. Und geht dann nochmal weg und dann hat man ja halt dann am Ende, so wie man es ja oben im Gameplay auch gesehen hat, da muss man halt immer weiter weggehen halt, weil die so eine riesen Range hat, diese Granate alleine, ja, die hat so eine riesen Range, das macht einem, da muss man sich zurückziehen immer, um halt kein Damage mehr zu bekommen, wenn man dann schon runtergeballert wurde von den Gegnern und dann sich nochmal zurückziehen muss oder vielleicht sogar gekillt wird durch das Ding, ist schon blöd, ne? Und mir ist es auch manchmal so ergangen, ich hatte fast noch kaum Leben, weil ich runtergeschossen wurde auf wirklich richtig wenig Leben. Und da musste ich mich zurückziehen, aber dann war die Deoxys-Granate auf einmal da und ich bin dann halt gedeiht. Und ja, weil die dann immer noch in der Range war von was weiß ich. Also ich bin nicht gestorben, aber ich bin wirklich noch 4, 5 Meter, 6 Meter wirklich hinter der Deoxys-Granate. Die war hinter mir 6 Meter und ich habe da immer noch Schaden bekommen, also das war auf jeden Fall echt frustrierend. Und ja, deswegen finde ich die schon etwas sehr OP, also etwas OP finde ich die auf jeden Fall. Und ich würde mir auch wünschen, dass die vielleicht ein bisschen mal verschlechtert würde, werden würde, von der Range zumindest her. Vom Schaden würde ich mir vielleicht sogar noch eine kleine Verbesserung wünschen, weil wie ihr da oben im Gameplay seht, ich mache da 145 Schaden und das sind 2 Leute, also es ist schon heftig. Aber wenn man jetzt so mal guckt, also einen Kill kriegt man da mit auf jeden Fall nicht. Man kann den Gegner nur mal ein bisschen ankratzen, so vielleicht 20 live runtergemacht, aber mehr nicht. Also wenn dann schon ein bisschen mehr Schaden, würde ich nochmal drauflegen, wenn man dann schon die Range verkleinert natürlich. Ja Leute, aber dann jetzt schon zur nächsten Waffe, und zwar kommen wir jetzt ja zu der schweren Klasse und zu, ja, zu der schweren Klasse, zu dem Geschütz, zu dem Ionengeschütz, aber auch bei der Offiziersklasse gibt es ja auch ein Geschütz. Die wurden ja in einem vorigen Patch schon verbessert, also sie wurden mal verschlechtert und dann wurden sie wieder verbessert. Ja, das lag ja daran, da die Geschütze waren ja wirklich am Anfang, hat jeder mal mit dem Ionengeschütz auf Hoss gecampt, ja, also früher war das so wirklich am Anfang von Battlefront 2, der hat wirklich haben viele Ionengeschütze gehabt und da haben die auf sowas wie Hoss oder Yavin 4 haben die da gecampt, haben die Geschütze aufgestellt und wurde man halt abgeballert. Unendlich lange wurde man abgeballert, man wurde die ganze Zeit erfasst und so, und das hat einen richtig genervt. Und deswegen hat man die Range davon verkleinert und hat auch gleichzeitig dann nochmal den Schaden verringert. Aber dann war es zu wenig, man hat keine Kills mehr rausbekommen, deswegen hat die K keine mehr gespielt. Und dann hat man die halt wieder verbessert. Aber ich finde es gut wenigstens, dass trotz der Verbesserung kaum noch einer damit spielt. Es spielen noch viele damit, ja, aber ich finde nicht mehr, dass so viele spielen wie am Anfang. Ja, am Anfang war das echt so schlimm. Da jede Ecke stand ein Geschütz schon fast. Jede Ecke, Alter. Da warst du einfach wirklich genervt. Da stand mal da oben ein Geschütz auf der, ganz oben auf der Treppe. Nein, da stand auf einmal da ganz hinten, in der hintersten Ecke stand noch ein Geschütz.
Ja, also das war wirklich nervig. Ich bin froh, dass wirklich nicht mehr so viele mitspielen. Ich finde es natürlich auch gut so, dass das Geschütz so auch ein bisschen stark ist, weil man bekommt ja immer noch ein, zwei Kills pro Runde raus, wenn man jetzt das in einer guten Posi hat, vielleicht noch ein paar mehr. Aber ich finde das wirklich so, wie es jetzt ist, auch gut. Kann sein, dass ihr sagt, das ist noch zu OP. Ich finde das auch ein bisschen von der Erfassung OP, weil so ein kleines Ionengeschütz schießt auch so ein riesen AT-ST, finde ich auch ein bisschen Baller, Baller irgendwie, ne? Und AT-AT schießt auch drauf. Also ich finde das schon ein bisschen komisch. Aber naja, ich finde diesen eigentlich so okay. Vielleicht könnte man sie nochmal ein bisschen nerven, aber erstmal so, würde ich sagen. Ja Leute, aber dann kommen wir jetzt zu einem, ja, zu der Blendgranate. Und zwar die Blendgranate, die hat wirklich kein ungeschriebenes Blatt in Battlefront 2. Ja, jeder kennt die Blendgranate, jeder hasst sie, kann man auch sagen. Ja, die Blendgranate ist so eine Fähigkeit, so eine Waffe, die schon manchen um sein Leben gebracht hat, um seine Kills gebracht hat. Ja, wenn man da so eine Blendgranate abbekommt und, ich bin ein bisschen laut, muss ich nicht weiter weg sein, ja, die Blendgranate ist halt wirklich, wenn du die, wenn die so 3 Meter vor dir landet und du kriegst dann einfach volle Blendung, kannst du nichts mehr machen, bist eigentlich sozusagen bewegungsunfähig, kannst du ein bisschen hin und her springen, rollen, aber wirst sowieso definitiv gekillt, wenn da vor dir Gegner sind. Das ist halt echt blöd. Die Blendgranate ist echt sehr OP, muss ich sagen, sehr stark. Also sehr stark ist sie, also OP finde ich sie mittelmäßig, ja, also ich finde sie so mittelmäßig stark. Ich finde sie nicht ganz so OP, aber sie ist schon sehr, sehr stark. Also wenn man jetzt so einen Gegner, wenn man die jetzt so um die Ecke wirft und das sind jetzt meinetwegen 2 Gegner jetzt und ja, man erwischt halt einen Gegner davon, also man erwischt beide Gegner davon natürlich, weil diese Range von der Granate, weil die macht ja nochmal, die teilt sich ja nochmal in 5, glaube ich, waren es, oder 6 Dinge auf. Und ja, da hat man natürlich dann nochmal eine größere Range und das finde ich schon ein bisschen sehr OP. Wenn man die auch gerade noch verbessert hat, dann ist sie natürlich noch stärker. Dann ist sie ja wirklich, sage ich mal, OPer als so eine normale Blendgranate auf Level 1. Ich muss schon sagen, die ist schon ziemlich stark und ich würde mir ja vielleicht auch nochmal eine Nerfung wünschen, bei der, weil wenn man jetzt die Blendgranate wirklich abkriegt, kann man wirklich nichts mehr machen, kann man echt nicht mehr spielen und man, ja, kann dann nur noch warten, bis es weggeht. Und meistens ist es ja so, dass man dann wirklich noch gekillt wird am Ende. Ja Leute, aber das war's jetzt mal zur Blendgranate. Wir kommen jetzt schon zum nächsten. Und zwar würde ich mir noch eine Verbesserung wünschen, ehrlich gesagt, aber auch eine Verschlechterung wünschen. Also erstmal eine Verbesserung würde ich mir gerne wünschen für die verbesserte Schockgranate. Ich habe die jetzt, wie ihr seht, die ausgerüstet und so. Ich finde, die sind zu schwach, ganz einfach deswegen, also wenn man jetzt selber da mal reinläuft, was ich selber gemacht habe, wenn man da mal reinläuft und ja, sozusagen den Schaden bekommt, finde ich, ist es nicht so viel Schaden, den man da bekommt, aber wenn man einmal reinläuft, dann hat man so auch wieder sowas wie bei der Deoxys-Granate, dass man so ewig lang sich das zieht, so eine riesen Range hat das Ding dann auf einmal, kommt einem so vor, aber ist es nicht. Und ich finde, deswegen sollte die eine Verbesserung bekommen von der Range her, dass die ein bisschen mehr Damage macht und auch ein bisschen größeres Umfeld hat, damit man wirklich mehr Points rausbekommt oder Kills hat. Aber wo ich mir eine Verschlechterung wünschen würde, ist die Stinkerpistole. Und zwar die Stinkerpistole, ja, die kennt auch jeder, das ist nämlich genauso, das nämlich die Deoxys-Granate nur in einer anderen Form, und zwar, wenn man von diesem Blaster getroffen wird, hat man, ja, da kriegt man erstmal Bam, hat man dann so einen Rauch um sich halt, so ein, sag ich mal, so ein Pfeil hat man abbekommen und dieser Pfeil dann, da ist so eine Kapsel drin gewesen mit diesem Loxis halt, und von dem Zeug kriegt man dann Schaden halt, was dann ausgeströmt wird, sobald man getroffen ist, und das finde ich echt ein bisschen zu heftig. Gerade wenn man das auf OP, episch hat, dann ist es garantiert noch stärker, als wenn man es jetzt nur so wie ich auf normal hat. Ja? Also ich finde das schon ziemlich OP, diese Waffe. Und ich würde mir da vielleicht auch gerne mal eine Nerfung wünschen. Weil ich habe die schon oft abbekommen und mich hat das zum Beispiel beim Helden oder so, habe ich mich gefragt, hey, was soll ich denn jetzt mit? Warum verliere ich Leben hier? Da habe ich die ganze Zeit so gedacht, Alter, hä?
Und das hat mich dann mal manchmal ein Leben gekostet. Oder beim Helden. Ich hab ganz ehrlich gedacht, warum werde ich beschossen? Ich bin jetzt kein Mensch, Alter. Ja, und das hat mich schon genervt, weil das einfach dann echt so 10 Sekunden, 20 Sekunden hält. Ja, also vielleicht ein bisschen weniger, würde ich mir schon wünschen von der Länge her. Vielleicht dann Damage, ja gut, ein bisschen mehr Damage zum Ausgleich halt dafür, dass es kürzer ist. Aber ansonsten wirklich sind die bisschen sehr stark. Ja Leute, aber jetzt kommen wir so zu den ja wirklich sehr, sehr starken und empfehlen Vollstreckern. Ja Leute, der Flammentruppler. Kein ungeschriebenes Blatt in Battlefront 2. Der OP, sag ich mal so. Der OP Flammentruppler. Der Flammentruppler ist echt ziemlich, ziemlich stark. Also, wir alle haben ja gar nicht schon mal Erfahrung gemacht, entweder selber mitgespielt oder selber noch von gekillt worden, aber ich denke mal, jeder wurde schon mal gekillt. Oder fast jeder zumindest. Auf jeden Fall, der Flammentruppler so ist auf jeden Fall sehr stark. Wenn man jetzt, also ich mache mal ein Beispiel sozusagen, was mir selber passiert ist. Ich bin mit Leo Organa auf Schlachthof des Giganten, letzte Phase gewesen. Und da kommt auf einmal wenn man jetzt vom Hauptspawn ausgeht, von den Rebellen, also vom Widerstand, war ich auf dem rechten Schiff gewesen. Und das war das östliche, glaube ich, oder ja, auf jeden Fall beim rechten Schiff war ich gewesen. Bin dann durch die Türen durchgegangen und auf einmal stand da vor mir ein Flammentruppler. Wir haben natürlich gefightet, aber ich konnte ihn nur Half-Life runter machen und er hat mir innerhalb von ein paar Sekunden meine Leia Organa gekillt. Ja. Leia Organa ist gedasht, weil er innerhalb von ein paar Sekunden hat der wirklich Half-Life runter gemacht und dann bam, war ich tot. Und das mit einem Magazin wohlgemerkt. Der war nicht überhitzt oder so. Der war wirklich dann, mit einem Magazin war ich das. Und das nur, weil der wirklich so OP ist. Der ist echt OP, der Flammentruppler. Und ich würde mir da auf jeden Fall eine sehr, sehr große Nerfung wünschen. In Bezug auf Damage. Und die Range finde ich noch okay, aber der Damage, der muss runter. Der muss weg, Wirklich. Und die Brandium. Loder muss auch etwas genervt werden, weil der ist auch ziemlich stark und also vom Damage her muss ich sagen, der ist echt ziemlich stark und ja, wie gesagt, ich würde mir erstmal eine Nerfung wünschen für den Flammentruppler, weil der ist in erster Linie echt der stärkste von Vollstreckern und jetzt kommen wir aber zum nächsten Vollstrecker und zwar dem Wookie-Krieger, auch einer, der sehr stark ist und ja auch OP ist. Weil, wenn man jetzt mit seiner Hauptfähigkeit überladen spielt, kann man auf jeden Fall einen Kill machen mit One-Shot. Ja, kann man One-Shot einen killen, Gegner. Und man kann auch mit zwei Schüssen, kann man auch einen Two-Shotten, also Two-Shot down. Geht alles mit Wookie-Krieger auf jeden Fall. Also ich finde den auch ein bisschen OP. Wenn man selber damit spielt, ich spiele jetzt nicht so gern mit Vollstreckern allgemein so, ich spiele dann eher mit Raketentruppler, aber mit Vollstrecker so an sich, finde ich, der Wookie-Krieger ist auf jeden Fall stark, da kann man auf jeden Fall Kills rausholen und ich finde ihn auch, eine Nerfung sollte er auch bekommen, auf jeden Fall, weil der ist einfach echt zu stark und ja. Kommen wir jetzt aber mal zu einem, ja, was mir so persönlich mein Fazit daraus ist. Der Wookie-Krieger und der Flammentruppler führen sozusagen selber noch einen Krieg gegeneinander in der eigenen Klasse. Und ja, Leute, ich habe das Fazit daraus gebildet. Wir werden dazwischen zerrieben, zwischen diesen beiden. Ja, Leute, zwischen dem Flammentruppler und dem Wookie-Krieger ist sozusagen wirklich so ein interner Krieg schon ausgebrochen, da der Wookie-Krieger nämlich so stark ist, dass der es einfach mit dem Flammentruppler aufnehmen kann. Der ist halt wirklich das Gegenstück halt zum Flammentruppler, aber der Flammentruppler, ja, wenn man so mal guckt, jemand läuft mit dem Flammentruppler rum, holt 20 Kills, ja, und der Wookie-Krieger holt auch 20 Kills, aber die gehen halt nicht aufeinander direkt drauf, ne, und deswegen meine ich, wir werden da wirklich zwischen zerrieben, wir so als normale Truppen, als normale Bodenfußsoldaten jetzt, wenn wir hier angreifen,
schwere Klasse sind, Offiziersklasse oder Spezialistenklasse, ja. Wenn wir eine von den vier Klassen sind oder Lufttruppler, ja, wir werden alle zwischen zerrieben zwischen denen. Auch die Helden, die Heroes werden alle dazwischen zerrieben zwischen diesen zwei Vollstreckern. Weil wirklich der Wookie-Krieger, der stellt sich nie direkt dem Flammentruppler. Und deswegen werden wir meistens als normale Fußsoldaten, als Heroes, werden wir wirklich zwischen zerrieben zwischen diesen beiden Vollstreckern, weil die machen so ein hohes Damage, dass wir einfach null Chance haben. Ja, wir haben wirklich null Chance gegen so einen Wookie-Krieger jetzt so alleine. Und wenn wir jetzt mal Hero sind, natürlich können wir den dann killen schnell. Wenn wir jetzt Darth Vader sind, Chewbacca, so ein, also Wookie killen, geht das natürlich auch klar. Aber der hat dann natürlich Half-Life runter, ne? Weil der so OP ist, wirklich. Ja, wenn jemand noch richtig gut Skill hat damit, dann kannst du wirklich in die Tonne treten, Darth Vader oder so, ne? Und ja, wirklich, also ich muss sagen, eine Nerfung ist für die beiden auf jeden Fall drin, die muss drin sein. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass DICE und EA dann eine Nerfung vornehmen, weil die beiden sind wirklich sozusagen, die führen einen internen Krieg, die zerreiben uns wirklich dazwischen, unsere Kräfte werden dazwischen zerrieben, wir werden die ganze Zeit gekillt halt von denen. Also ich würde mir da auf jeden Fall eine Nerfung wünschen, ihr euch bestimmt auch, könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr euch eine Nerfung wünscht. Und ich würde jetzt sagen, kommen wir jetzt so zum letzten, und zwar zu den Panzergefährten. Erstmal fangen wir mit dem Gap an. Dem Gap an sich finde ich nicht zu OP. Ich finde nur ein bisschen den Belagerungsmodus, die Hauptkanone finde ich ein bisschen stark, aber das geht noch alles klar. Für so, dass man, wenn jetzt mehrere Leute auf den Gap gehen, hat man auf jeden Fall auch keine Chance so. Deswegen finde ich den eigentlich sehr gut so. Vielleicht ein bisschen mehr Damage würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Für die normalen Kanonen jetzt so würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage wünschen. Aber ansonsten finde ich den eigentlich so gut. Und ja, kommen wir jetzt zum AT-RT. Dem AT-RT würde ich erstmal in erster Linie ein Rework wünschen. Von den Fähigkeiten her wohlgemerkt. Die Fähigkeiten, muss ich sagen, finde ich blöd. Er hat ja schon mal einen Fähigkeiten-Rework bekommen von der Beta zum endgültigen Spiel. Hat er ja nochmal so ein Fähigkeiten, so ein Fähigkeitenüberarbeitung bekommen, zum Beispiel die Fähigkeit reparieren, hat er ja jetzt zum Lebensregenerieren bekommen und nicht zum Reparieren an sich. Das Ding finde ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil man hat eher das Problem, das Ding ist kaputt und nicht man selber ist tot, ne? Also ja, wenn man so das Fazit rauszieht. Natürlich gehen eher Leute das Pferd, aber meistens trifft man eh nur das Gefährt. Von da aus, würde ich mir auf jeden Fall auch ein Rework wünschen. Jetzt erstmal für die Fähigkeiten so, zum Beispiel der Ionenangriff. Seien wir ehrlich, wer benutzt noch heutzutage den Ionenangriff? Ja, man benutzt den, macht aber nicht so viel Schaden jetzt gerade. Ja, das lohnt sich nicht so, damit zu spielen, weil der einfach wirklich die Fähigkeiten und der Schaden, was aus dem Ding rauskommt, ist einfach wirklich zu wenig. Das müsste man verbessern, auf jeden Fall den Damage hochmachen ein bisschen und auch den Bewegungsscan würde ich auch durch etwas ersetzen. Finde ich auch passend dazu, aber vielleicht nochmal durch irgendeine bessere Fähigkeit ersetzen. Reparieren finde ich eigentlich auch gut, nur auch mal ersetzen, vielleicht durch das Fahrzeug reparieren, nicht sich selber regenerieren. Und den Ionenangriff auf jeden Fall entweder mehr Schaden machen, mehr Schaden reingeben für den Ionenangriff oder halt dann am Ende ersetzen. Ja, also da würde ich mir auf jeden Fall, wie gesagt, ein Rework wünschen für die Fähigkeiten. So mehr Damage würde ich mir wünschen für das Teil und ich würde mir auf jeden Fall eine Verbesserung und nochmal eine komplette Überarbeitung des Panzergefährts so jetzt als AT-RT wünschen. Ja Leute, aber jetzt kommen wir zum letzten und ja, zu dem sehr starken Ding. Und ja Leute, gestern auch nochmal mit dem AT-ST gespielt. Ich finde den AT-ST ein bisschen OP von seinen Fähigkeiten her. Die Fahrzeugabwehrrakete finde ich auf jeden Fall richtig stark. Was ja auch im Battlefront 1 auf jeden Fall. Und der Granatwerfer, der hat ja nicht so, der ist auch stark, aber er hat nicht so eine große Range. Also ich finde eigentlich den AT-ST, der ist in Ordnung und so, auch der des Imperiums finde ich eigentlich beides sehr gut. Finde ich bisher beide nicht so OP. Kann sein, dass jemand anders die OP findet. Ich finde sie natürlich auch manchmal OP, wenn sie dann so auf eingehen alleine. Aber ich muss sagen, in erster Linie, wenn man selber damit spielt, ist das Teil nicht OP, weil man kriegt auch nicht so viele Kills mehr raus wie früher. Also der Damage ist auf jeden Fall schlechter geworden.
nicht mehr so stark und nicht mehr so gut, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht, also, ja, der Damage ist halt nicht mehr so richtig da. Ich werde mir auf jeden Fall da vielleicht nochmal eine etwas kleinere Verschlechterung wünschen und nochmal eine, vielleicht für das Geschütz, so für das normale, primäre Feuergeschütz, würde ich mir vielleicht auch mal eine Verbesserung wünschen. Ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich mal sagen, das war jetzt das Video im Prinzip. Ich hoffe, ja, ich konnte euch ein paar Infos geben, vielleicht den einen oder anderen nochmal wachrütteln, der das gar nicht so mitbekommen hat. Die Deoxys-Granate macht doch so viel Schaden und oder doch so wenig Schaden. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen da nochmal wachrütteln. Und ja, sag ich mal, Leute, bis dann, viel Spaß mit ja, Battlefront 2, mit ja, vielen weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Battlefront 2 und ja, wir sehen uns. Class, we were smoking chill. It was only gym and lunch. We thought it was real.